Moin Leute, also wie ich schon angesprochen hatte, Umzug geht auch mal was zu Bruch. Beim Einbau der neuen Küche ist mir meine Stichsäge runtergefallen. Dabei ist der Fuß abgebrochen, also wie ihr seht, ist unglücklich gefallen. Habe ich mir neu bestellt bei der Firma ISC, die vertreibt Ersatzteile für Einhell. Diese Säge habe ich mir vor Jahren mal gekauft in einem Baumarkt, den es leider inzwischen nicht mehr gibt. Und da wollte ich euch jetzt zeigen, wie einfach es ist, Dinge, auch wenn sie billig waren, auch zu reparieren. Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen, nur weil es billig war. Noch billiger ist es teilweise, es zu reparieren. So, und dann wollen wir jetzt mal loslegen. Oh. Hier ist das Päckchen von der Firma, die ich bekommen habe. Insgesamt hat das Ersatzteil, also dieser Fuß, 6,50 € oder sowas gekostet. Mal auf die Rechnung gucken. Ja, 11,52 €. Dafür hätte ich keine neue Stichsäge bekommen. Geliefert wird das Teil einfach in einer Plastiktüte. Und da haben wir es schon. Es ist ein Alugussteil. Und im ersten Vergleich würde ich sagen, ist das Richtige. Jo. Dieses Blech hier, das war noch unter dem Fuß untergeschraubt. Das habe ich weitgehend gerade gebogen. Und das kommt dann hier untergeschraubt. Schrauben habe ich natürlich alles aufgehoben. Oh, heißt. Dann wollen wir mal loslegen. Da brauchen wir einen passenden Schraubendreher. Hier unten habe ich ja, die Winkelverstellung komplett rausgeschraubt. Und dann ja, kann man den Fuß abnehmen. Schrauben habe ich hier in so eine Tüte gepackt, dann kommen sie nicht so schnell weg. Mein Platz hier ist nie richtig aufgeräumt. Immer gerade für das, was ich gerade mache, werde ich hier Platz schaffen. Ich kriege das hier zu Hause nicht hin. Auf der Arbeit ist das kein Problem, da ist meine Werkbank immer, ja, relativ sauber. So rum drauf. Das Blech wieder rein. Und jetzt die Schrauben da rein. Und dann ist auch schon wieder. Dann ist die auch wieder einsetzen.
gut wie neu. Das war es auch schon gewesen. Ja. Bis jetzt hat die Säge immer gute Dienste geleistet. Weil ich damals in einem Baumarkt gekauft, den es inzwischen nicht mehr gibt. Vorher seit 1879. Ja. Lübt. Im Gegensatz zu manchen anderen Einhellsachen, die ja, qualitativ echt minderwertig geworden sind. Aber die Säge ist jetzt 6 Jahre alt und hat schon einige Kilometer gesehen. Sieht noch fast aus wie neu. Also, macht's gut, ich wünsche euch noch was und tschüss.